liebe Kollegen, hier ist der Kalle, der die Prothesen macht. Klar, Prothesen aus dem Glas oder aus einer Lostrommel zu nehmen, einfach in den Mund zu werfen und zu denken, das wird schon klappen, geht nicht. Ist uns allen klar, logisch. Deshalb möchte ich euch zeigen, was man alles Tolles in der Totalprothetik machen kann. Dazu wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Euer Kalle. Wenn wir mit der Modellanalyse beginnen wollen, sollten wir alle Dinge bereitlegen, die wir dazu benötigen. Was brauchen wir? Ein Nähgummifaden zum Anlegen der Okklusionsebene, ein Geodreieck, ein 22,5 Grad Winkel, ein Messschieber, gegebenenfalls ein TIF Safeguard, selbstverständlich drei Buntstifte und letztendlich auch einen Profilzirkel. Das Gummiband hängen wir in die Kerben des Artikulators und kontrollieren, ob die Okklusionsebene mit dem Blitzschlüssel parallel ist. Nun können wir mit der Anzeichnung des Kieferkammverlaufs beginnen. Bevor ihr euch nun fragt, was diese kleinen Silikonhütchen sollen, die brauche ich, um zwischenzeitlich den Artikulator abzustützen, damit ich besser filmen oder fotografieren kann und ihr eine bessere Übersicht habt über die einzelnen Arbeitsschritte. So, das ist nun der Profilzirkel, den wir einsetzen werden, und wir werden den Profilzirkel auf den Kieferkamm setzen und gleichzeitig soll die Mine des Buntstifts auf das Modell nicht nur zeigen, sondern auch das Modell berühren und dann gleichzeitig, wenn wir den Kieferkammverlauf anzeichnen, soll auch gleichzeitig hier unten diese Linie auf dem Modellrand das Kieferkammprofil wiedergeben. Wichtig ist aber dabei, dass wir uns einmal den Kieferkammverlauf ansehen, denn in diese Richtung soll nachher die Anzeichnung verlaufen. Das heißt, wir müssen immer den Profilzirkel im rechten Winkel zum Kieferkammverlauf halten. Ganz wichtig, nicht in diese Richtung und nicht in diese Richtung, sondern wirklich im rechten Winkel zum Kieferkammverlauf. So müssen wir nachher den Profilzirkel ansetzen und dann werden wir diese Linie anzeichnen. Bevor wir nun die endgültige Linie anzeichnen, solltet ihr am besten mal probieren, ob der Profilzirkel wirklich an jeder Stelle auch passt und nicht den Modellrand berührt. Das seht ihr, das ist hier der Fall. Das heißt, der Bogen wird den Kieferkamm und der Buntstift bleibt auch auf dem Modell. Nun können wir mit der Anzeichnung beginnen. Im rechten Winkel zum Kieferkammverlauf. Hier ansetzen. Vorne am besten im Bereich des ersten Prämolars, des Vierers. Und dann können wir eine solche Linie hier parallel zum Kieferkamm anzeichnen, bis oben hin, bis übers retromolare Dreieck hinaus. Da seht ihr, da ist der Kieferkammverlauf und ich habe es mir angewöhnt, diese Linie dann mit der Hand noch einmal nachzuzeichnen, dass ich auch ganz sicher bin, dass ich auch alles genau erfasst habe. Da ist nun der Kieferkammverlauf, das ist nun fertig. Nun brauchen wir nur noch den tiefsten Punkt zu finden und den tiefsten Punkt finden wir
zur Okklusionsebene. Dazu müssen wir den Artikulator verschließen. Wir werden nun unser Gummiband anlegen, was uns ja die Okklusionsebene wiedergegeben hat, und können nun parallel zur Okklusionsebene und in unserem Fall parallel zum Tisch den tiefsten Punkt anzeichnen. Um uns das Ganze zu erleichtern, schieben wir einfach den Buntstift ein wenig weiter nach vorne und können nun den Profilzirkel sauber auf den Tisch stellen und damit eine parallele Linie zur Okklusionsebene anzeichnen. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir wirklich den tiefsten Punkt erwischen. Deshalb gehen wir auch hier wieder ein bisschen im Test an diese Linie heran und versuchen nun ganz knapp unter die Anzeichnung des tiefsten Punktes zu kommen und können nun eine parallele Linie zeichnen. Wer sich nicht sicher ist, dass er die richtige Linie getroffen hat, der sollte lieber einen halben Millimeter darunter bleiben, damit er genau sieht, wo die Annäherung am dichtesten zum Kieferkammverlauf ist. So wie hier. Einen halben Millimeter darunter ist immer besser, als wenn wir die Anzeichnung mitten durch den Kieferkammverlauf ziehen. Nun sehen wir, wo die tiefste Stelle des Kieferkammverlaufs sich befindet. So, nun können wir mit einem Geodreieck, was im rechten Winkel zum Tisch steht, nun auch den tiefsten Punkt sehr, sehr genau sehen und können an diesem tiefsten Punkt nun auch genau diese Linie anzeichnen. Einmal und das am besten bis oben hin. Und da der tiefste Punkt nun eben nicht nur ein Strich ergibt, sondern die Sechserposition wiedergeben soll, wo der Sechser ja nun eine gewisse Größe in seiner Graufläche hat, werden wir diesen Bereich eben mit zwei Strichen markieren, circa 1 mm nach Mesial und 1 mm nach Distal. So, die Stopplinie können wir nun mit dem sogenannten TIF Safeguard, der ja einen 22,5 Grad Winkel beinhaltet, oder mit einem 22,5 Grad gebastelten Winkel nun relativ einfach anzeichnen. Hier haben wir den Winkel enthalten und den legen wir nun so an, dass wir den Kieferkammverlauf so markieren können, dass wir an dem Schnittpunkt beginnen und dann diesen Winkel anzeichnen. Dazu benötigen wir den roten Buntstift, den wir dann so anlegen, dass wir genau mit der Anzeichnung im Schnittpunkt des tiefsten Punktes beginnen. Das sieht man hier ganz genau, hier ist der Schnittpunkt. Genau hier beginnen wir und können diese Linie dann nun nach oben anzeichnen. Durch den Schnittpunkt durch, bis hier oben hin. Und dann sieht man, hier ist der Schnittpunkt des tiefsten Punktes und hier vorne ist der Schnittpunkt des Kieferkammverlaufs. Das heißt, wir können nun genau sehen, dass an diesem Punkt der Kieferkammverlauf, die blaue Linie, steiler ist als unser angezeichneter 22,5 Grad Winkel. Und genau an dieser Stelle werden wir dann auch die Stopplinie markieren. Das können wir wieder mit dem TIF Safeguard machen oder mit einem Geodreieck
hier anzeichnen, diese Linie dann nach oben. Da sehen wir, das ist die Stopplinie. Genau das gleiche wäre natürlich, wenn wir das mit einem Geodreieck machen würden. So, wir fassen nochmal zusammen. Wir haben den Kieferkammverlauf angezeichnet mit dem Profilzirkel. Im rechten Winkel natürlich zum Kieferkamm. Wir haben dann parallel zur Okklusionsebene eine Linie angezeichnet, um den tiefsten Punkt zu finden. Diesen haben wir angezeichnet, in der Mitte 1 mm nach Mesial, 1 mm nach Distal. Dann haben wir die Stopplinie angezeichnet. Das geht ganz gut mit dem Tiff Safeguard. Der hat ja diese 22,5 Grad schon enthalten. Oder eben mit einem Winkel, den man sich selbst basteln kann. Das haben wir angelegt. So, da sieht man 22,5 Grad. Wichtig ist, wir beginnen hier unten bei dem Schnittpunkt, zeichnen diese Linie nach oben und sehen dann, dass an dieser Stelle hier, an dieser Stelle, die Anzeichnung der Stopplinie den Kieferkammverlauf schneidet. Das heißt, genau an dieser Stelle ist der Kieferkammverlauf steiler als der 22,5 Grad Winkel. Manchmal macht es Sinn, einfach diese 22,5 Grad hier zu markieren. Dann weiß auch jeder, was wir gemacht haben. Damit ist die Seitenanzeichnung zunächst einmal fertig und wir werden selbstverständlich das Gleiche auch auf der anderen Seite durchführen. So, und für alle, die das interessiert, noch ein kleiner Tipp. Zu dem Video gibt es auch selbstverständlich ein Buch. Da stehen alle möglichen Dinge drin, von der Aufstellung der Zähne, von dem Ausrichten und, wie wir es auch gesehen haben, von der Modellanalyse mit all diesen Bereichen. Wen das interessiert, darf sich gerne bei mir melden.